Für mich ist das so meine eigene Brust. Und das wäre schon schlimm, wenn es wirklich das wäre. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Blutergebnisse sind da. Mein Gott, nur ein Frosch im Hals. Ich versuche mich gerade fertig zu machen. Luis guckt sich gerne Lifehacks an und hat gesehen, dass man auf die Wände hochlaufen kann, wenn man die Möbel auf den Boden legt. Ne? Ja. Jetzt wollte er schon das Regal auf den Boden legen, das ist ja keine gute Idee. Ich sag, komm, machen wir den Tisch und den Stuhl. Hi, Mr. Krabs. Pass auf, geh mal ein Stück höher, dann sieht das aus, als würdest du schweben. Mal. Sieht gut aus. Ja, so. Hat funktioniert. Muss die Mama sich kurz fertig machen, ne? Wenn du früher wach bist. Sitze zur Kamera. Das geht nicht. So. Und jetzt müssen wir wieder aufstehen. Das ist schon wieder locker. Was? Wollt ihr nicht mal so neue Griffe besorgen? Wir sind ja jetzt machen, ne? Ja. Das ist Mamas Sport. Das ist heißer, ne? Leiser. Pfui. Da Holly eine Langhaarkatze ist. Und die sich beim Putzen immer ein bisschen Haare verschluckt, kriegt die halt Haare im Bauch, die der Körper nicht verarbeiten kann. Und deswegen müssen die Haare irgendwie raus. Und deswegen geht es meistens oben raus. Und deswegen kotzt die Holly. Und das, da die nicht auf Toilette kotzen kann, kotzt die halt auf den Boden. Und der Einzige, der das hier immer wegmacht, bin ich. Ich mache Alex gerade 2 Spiegeleier. Der Tisch ist schon gedeckt. Das ist mein Frühstück. Sieht jetzt nicht so lecker aus, aber schmeckt. Das ist Acai oder Acai Bowl. Das ist die von Pamela Reif. Voll lecker mit Banane und ein bisschen Haferflocken und so. Habe ich schon voll oft gezeigt. So. Ich gehe mal raus, weil Alex guckt Game of Thrones, weil er jetzt die neue Staffel anfängt und er hat jetzt nochmal von vorne angefangen. Also, ich finde den Zettel jetzt gerade nicht, wo meine Blutergebnisse sind, sonst hätte ich die mal ganz kurz hier reingehalten. Also die Blutergebnisse sind da. Ganz kurz erzählt. Also Blutergebnisse sind da und die Ärztin sagte direkt, es sind gute Neuigkeiten. Die Werte sind alle gut bis auf Eisen. Also ich hätte einen sehr starken Eisenmangel und einerseits war das natürlich gut und ich habe mich gefreut, dass es nur das ist, weil viele auch gesagt haben Diabetes und das wäre natürlich überhaupt nicht schön gewesen, wobei auch viele geschrieben haben, sie haben Diabetes und können damit ganz gut leben. Also Diabetes Typ 1 oder 2 oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ich habe jetzt Eisen. Ich habe mir da was geholt aus der Apotheke direkt, so ein Saft. Die Tabletten sind nicht so gut zu vertragen. Ich hatte
Ich habe schon immer eigentlich Eisenmangel gehabt. Deswegen habe ich mir jetzt einen Saft geholt. Der schmeckt eigentlich auch ganz lecker. Und dann gucke ich mal, ob das dann besser wird. Ob es wirklich nur daran liegt. Weil ich kann das mir nicht so vorstellen. Das ist so wie, als hätte ich jetzt nicht wirklich ein Ergebnis bekommen. Ich freue mich natürlich, dass es ein Ergebnis ist. Und dass es, dass ich jetzt weiß, dass ich nichts Schlimmes habe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das kann es doch nicht gewesen sein. Sie hatte dann auch nochmal gefragt, wie ich so schlafe. Ob es vielleicht Erschöpfung wäre oder so. Also sie kam dann noch auf die Idee, dass es vielleicht Erschöpfung sein könnte. Mit zwei Kindern ist natürlich nicht ohne. Das kann natürlich auch sein, aber... Oder YouTube und Instagram ist auch viel Arbeit, aber ich mache das alles so gerne. Mir macht das so viel Spaß, dass ich da gar nicht an Erschöpfung denken würde, ehrlich gesagt. Naja, wir schauen jetzt erstmal weiter. Ich hatte auch ein paar Nachrichten bekommen, privat und auch nochmal in den Kommentaren gelesen, dass viele auch auf die Idee kommen, dass der Körper auf die Implantate reagiert. Das würde mir ehrlich gesagt Angst machen, weil erstens liebe ich meine Brüste. Diese Implantate spüre ich gar nicht. Für mich ist das so meine eigene Brust. Und das wäre schon schlimm, wenn es wirklich das wäre. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Es kann natürlich sein. Ich hatte auch schon mal mit meinem Arzt drüber gesprochen, aber er meinte, dass es eher unwahrscheinlich ist, weil der Körper ja wie so eine Art Schutzfilm darum baut. Wir gucken jetzt erstmal. Also ich beobachte das. Ich nehme jetzt Eisen und dann, ich nehme es jetzt auch schon seit 2 Tagen, also anderthalb ungefähr. Und ich kann schon so ein bisschen was, eine Besserung feststellen. Ein bisschen. Nicht mehr ganz so schlimm. Aber warten wir einfach mal ab. Schneller! Guck mal, will immer Sport machen und dann ist er am Rumheulen, weil er jetzt ein paar Treppen laufen soll. Wir warten auf den Aufzug, damit wir den Kinderwagen mitnehmen können. Wir haben es hochgeschafft. Wir sind hier am Mohnberg. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Leute nicht filmen. Wir haben nur 105 Stufen. Ich habe schon gesagt, du machst doch immer Sport. Das ist doch nicht schwer. Nee, war voll einfach. Leiser. Leiser. Kuckuck. Die hat gerade einen Hund entdeckt. Ich glaube, das erste Mal, dass sie einen Hund sieht. Ich muss warten, bis der kleine Zug drin ist. Ich merke schon Verbesserungen mit dem Eisen. Ja, komm hier. Nix. Und das ist übrigens der Saft, den ich im Moment nehme. So 3-mal am Tag. Hallo, also mittlerweile ist ein Tag später. Ich hatte gestern nicht mehr gefilmt, deswegen sehe ich jetzt auch anders aus. Ich habe heute mal rote Lippen. Und Luis und Alex und Leisa waren heute alleine frühstücken, weil ich gerade in der Zeit das Video geschnitten hatte und dann war meine Speicherkarte leer, als ich mich verabschieden wollte. Jetzt habe ich noch eine gefunden. Also mir geht es heute angesichts dessen, dass ich sehr wenig geschlafen habe. Sagt man angesichts dessen? Ich weiß gerade gar nicht. Hallo? Sagt man angesichts dessen? In Anbetracht dessen. Ach so. In Anbetracht dessen, dass ich letzte Nacht so wenig geschlafen habe und mein Kopf nicht mehr richtig funktioniert, geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin zwar müde, aber nicht so krass müde wie sonst. Also Eisen, dass ich jetzt Eisen nehme, da merke ich auf jeden Fall einen Unterschied, habe ich ja schon gesagt. Ist das denn jetzt meins oder deins? Wo lag das denn jetzt? Im Bad. Ja, dann ist es doch meins. Ja. Alex hat sein Trainingsarmband weggemacht und will weggemacht. Mir das. Du hast das verloren und er will dir das jetzt in die Schuhe schieben. Das ist überhaupt nicht verloren. Klar, weil das gleich aussieht. Wobei das ein großer Unterschied ist, weil das passt dir überhaupt nicht. Das ist nämlich für Frauen. Und schiebt mir das dann einfach in die Schuhe. Guck, da ist die Sucht wieder. Ich
farme übrigens jetzt Clones, also Klonsoldaten. Ja? Weil jetzt kommt ein neuer Territorial Battle raus. Okay. Und das war's vom Video. Ich hoffe. Nein, Spaß. Und ihr müsst Anakin farmen. Und sie haben alle in die Kommentare geschrieben, was sie vorgespult haben. Als du erklärt hast. Echt jetzt? Warum macht ihr sowas? Das ist useful information. Ja, total. Und Count Dooku müsst ihr farmen. Ja, okay. Ich würde Cody farmen. Ich kriege übrigens jetzt einen Refund von dir, weil ich einen gemacht habe, einen fertig gemacht habe, der jetzt nicht mehr, der jetzt nicht mehr zu gebrauchen ist. Guck mal, der Louis hat sich gekauft zum Quetschball, aber der ist jetzt schon kaputt. Naja, gut. Hast du eine Sonnenbrille? Hast du eine Sonnenbrille? Das sieht aber schön aus. Oh, dein Stirnchen. Stirnbändchen. So. Zeig mal. Zieh mal auf, Schatz. Sieht süß aus. Na gut, dann nicht. Man muss ja auch nicht alles mitmachen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Und ich halte euch auf dem Laufenden mit meinem aktuellen Gesundheitsstatus. Ich werde da auch nochmal zu einem anderen Arzt gehen und das nochmal genauer checken. Ich glaube Endri-Friloge oder irgendwie so ähnlich. Nächste Woche gibt es auch wieder ein neues Video. Das habe ich schon gedreht, muss ich nur noch schneiden und zu Ende machen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüssi.